Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Civilization 5 Gods and Kings mit mir, dem Mr. Viral, der Thunderkrotte. Hallo Leute! Und wir sind gerade im Krieg und das bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen Druck machen werden. Was? Du führst schon wieder Krieg? Hab ich ja gesagt. Du musst eine kriegerische Nation haben. Ich sag mal, meine Nation war nicht gerade die friedlichste. Okay. Oder besser gesagt, meine Nation war sehr expansionistisch. Was ich hiermit aufgefasst habe, da ich hier nicht friedlich andere Staaten annektieren kann. Dass ich irgendwie die aggressive Art meiner Nation beibehalten sollte. Okay. In dem Fall? Ich weiß ehrlich gesagt nie, wann du fertig mit deiner Runde bist. Ich weiß immer nur plötzlich, wenn es geladen hat, dass... Das stimmt wohl. Diese Durchklickerei. Ich wäre froh, wenn mal jemand mich angreifen würde. Obwohl, so etwas sollte man vielleicht auch nicht zu laut sagen. Nee, das ist vielleicht keine so gute Idee. Aber ich bin so extrem abgeschieden. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier würde sich mal eine Armee hin verlaufen. Na gut, das ist dann eher bitter. Ich meine, wenn ich irgendwie ein Indianerstamm wäre im Dschungel, der ja nicht wüsste, dass er abgeschieden ist, dann wäre es ja noch erträglich. Aber andererseits, wenn du dir hier schon die ganzen Kontinente vorstellst und weißt, dass du so extrem von den anderen weg wohnst. Ja, das ist dann nicht so schön. Kann ich mir vorstellen. Also wenn die sich gegenseitig alle auf den Sack gehauen haben, dann kommen sie zuletzt noch zu mir rüber. Aber nicht vorher. Warte, was? Okay. Das ist jetzt nicht so geil. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das kann doch nicht sein, dass ein Bewegungsfeld sich bewegen direkt die ganze Runde beendet. Hm. Durch das offene Feld. Das war doch früher nicht so. Ich bin mir nicht sicher. Also bei mir gibt's jetzt, wo ich kurz mal wieder beim Handel in der Diplomatie war, habe ich gesehen, dass bei mir also eine Nation gibt, die definitiv bis jetzt die besten Karten hat. Mhm. Welche denn? Soll ich das sagen? Ich denke, ich habe es schon vorher mal erwähnt. Die Inkas haben sich schon sehr stark ausgebreitet. Also punktemäßig sind bei mir auf dem Kontinent eigentlich alle ziemlich nah beieinander. Möglich also zu sagen. Punktemäßig sind die schon ganz gut mit dabei. Ich sag's mal so, sie sind nicht nur friedlich zu diesen Punkten gekommen. Deswegen, ja, muss ich wohl noch ein Auge auf die haben. Aber ich komme noch gut mit ihnen aus, deswegen ist das nicht so problematisch. Jetzt beginnt gerade unser Hund zu bellen. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich denke nicht. Es ist auch schon vorgekommen, dass sich jemand, dem ich gezockt habe, darüber beschert hat.
Das also kann ich mir vorstellen. Beschwert ist jetzt übertrieben gesagt, aber er hat es bemerkt, sagen wir es so. Also ich finde, selber merkt man das mit der Zeit gar nicht mehr, weil das gehört so mit dazu. Solche Nebengeräusche, die man sich gewohnt ist, da gehört auch mal das Bellen eines des eigenen Hundes dazu. Ja, das ist wie bei mir, ich wohne ja relativ nah bei der Kirche. Und das irgendwann mit der Zeit überhört man das Glockengeläute einfach so, weil man sich total daran gewöhnt hat. Und wenn dann mal jemand zu Besuch ist, dann hören die das so extrem. Und ich frage mich dann teilweise, wie man sich darüber so stören kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gewisse sind sich halt das nicht gewohnt, andere wiederum sagen, oh, das stört mich nicht. Eine Forschung wäre... Ich will mal auf das da ausweichen. Ich hoffe, die zerstören jetzt nicht direkt wieder mein Katapult. So wie in der letzten Belagerung. Wäre nicht so wünschenswert. Nein, das wäre es nicht. Okay, erst mit der Astronomie kann man die Ozeane befahren. Boah, das geht doch noch ewig! Oh ja, das geht noch echt ziemlich lange. Ich versuche gerade eher die Belagerung hier zu gewinnen. Und ich schipper hier mal kurz mit ein paar Siedlern an Barbarenlagen vorbei. Hoffentlich spawnt jetzt nicht eine Galeere. Sonst habe ich ein Problem. Oh, Alter, gehen mir die auf den Sack. Was? Die waren miteinander immer noch im Krieg? Da. Ich habe gerade bemerkt, dass die Inkas mit einer anderen Nation immer noch gekämpft haben. Ich dachte, sie hätten mittlerweile schon wieder Frieden geschlossen. Und wären jetzt vielleicht in einem neuen Krieg, aber so wie es aussieht, nein. Frieden, wer braucht das schon? So. Dann wäre diese Auseinandersetzung nun auch beendet. Ja, ich sehe, du warst relativ erfolgreich. Auch wenn ich nicht weiß, wen du platt gemacht hast. Wieso? Weil man sieht ja, wenn ein anderer Spieler eine Hauptstadt erobert. Ja. Also ich weiß nicht, ob du ihn platt gemacht hast, aber zumindest etwas Wertvolles hat er verloren. Ja, seine Hauptstadt, das hast du richtig erkannt. Deswegen denke ich, ja, du bist dich schon gut am Ausbreiten. Ich baue mal. Ah, ich weiß nicht. Ich baue immer zu viele Bauernhöfe, habe ich das Gefühl, aber die werden mir halt immer empfohlen. Also baue ich meistens Bauernhöfe, wenn es mir empfohlen wird. Und wenn da steht, jetzt wird ein Markt empfohlen, baue ich Märkte. Aber ich weiß nicht, ob das so intelligent ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß halt nicht. Keine Ahnung. Komm, ich baue einfach weiterhin Bauernhöfe, wenn es empfohlen ist, und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich baue, wenn ich ehrlich bin, meistens Bauernhöfe, auch wie du. Die ganze Zeit Bauernhöfe, bis ich diese Handelsposten bauen kann und dann die ganze Zeit Handelsposten. Ich muss aber aufpassen, weil sonst meine Städte verhungern. Wenn ich jetzt nur noch Handelsposten ringsherum gebaut habe. Ich weiß, aber, was du meinst. Naja, ich hoffe mal, es geht alles gut. Ich denke schon. Ich verteile jetzt mal meine Einheiten wieder auf die verschiedenen Städte.
Ich führe jetzt hier auch mal einen kleinen Krieg, also gegen die Barbaren, nicht gegen eine andere Nation. Die leider gerade dort eine Siedlung haben, die abgeschottet ist von den anderen Nationen, dass sie platt gemacht wird, haben die da ein Lager gebaut, wo ich eine Stadt gründen will. Das ist natürlich auch super. Naja. Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir der Grafikstil von Civ 5 besser gefällt als der von Civ 6. Es sieht zwar sehr richtig, also ich finde die Details und so richtig hübsch und so, also es sieht wirklich gut aus, aber mir gefällt irgendwie dieses realistischere Setting besser, muss ich ehrlich zugeben. Das kann ich mir gut vorstellen. Weil, naja, Civ 6, das was ich bis jetzt gesehen habe, ist schon gewöhnungsbedürftig. Deswegen ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Ich sage, ich weiß nicht, ob die ganz alten Civ-Teile auch so ausgesehen haben, aber ich denke, weniger irgendwie haben die es jetzt doch recht gewöhnungsbedürftig gemacht. Gar nicht, ich muss... meiner Meinung nach ist es jetzt... für mich war Civ immer ein ernstes Spiel. Das sind Spiele, da geht es um Taktik, da geht es um Raffinesse und so. Und ich finde diesen Stil von Civ 5, der hat das irgendwie so verstärkt. Du hast irgendwie das Gefühl, du spielst ein Strategiespiel. Ja, das würde ich auch sagen. Und wenn du halt so diese Cartoon-Comic-Stil hast, dann ist es so... Ja. Du hast halt das Gefühl, du spielst... Du kommst halt... Es kommt dir halt nicht mehr so ernsthaft. Es kommt dir so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber. Ich denke, du weißt, was ich hinaus will. Ich sag's mal, ich würde das so sagen: Civ war immer ein Spiel für alle Altersgruppen. Und das haben sie auch probiert zu zeigen. Aber durch das, dass sie es jetzt halt so kitschig gemacht haben, kann man sagen, haben sie schon gezeigt, dass das Spiel. Ich sag mal, die Altersgrenze für das Spiel ist gesunken durch das. Dass es jetzt so aussieht. Also ich denke an viele Leute oder Eltern oder so denken sich, dieses Spiel, das ist für Kinder, weil es halt jetzt so aussieht. Obwohl es eigentlich eben, wie du sagst, ein ernsthaftes Spiel ist, bei dem man schon recht viel überlegen muss, was man jetzt tut. Das hat das jetzt ein bisschen, ja, nicht in den Dreck gezogen, aber es hat schon gewöhnungsbedürftig gemacht. Ja, eindeutig. Bin ich froh, sind wir uns da einig. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Aber es ist ja ihre Entscheidung, was sie damit machen wollen. Ja, das sehe ich genauso. Da kann man nicht so viel dazu sagen. Ja, natürlich. Also das ist. Also ich hoffe, dass ein nächsteres Civ wieder anders aussieht. Irgendwie. Ja, aber ich denke, ein neues Civ wird wieder eine Weile auf sich warten lassen. Ja. Das denke ich auch. Ich denke, so das nächste Projekt, das sie wahrscheinlich, also das Paradox Games jetzt in Angriff nehmen wird, wäre wahrscheinlich entweder eine Fortsetzung der Victoria-Reihe oder ein neues Europa Universalis. So rein logisch überlegt. Also zu diesem Thema würde ich sagen, Victoria, ich weiß nicht, wie viel Victoria ihnen noch bedeutet. Ja, natürlich, ich weiß aber nicht. Ja, das ist mir natürlich klar, dass das nicht so das berühmte Strategiespiel von ihnen ist. Aber so rein theoretisch überlegt. Weißt du, so abhängig von allem anderen. Also ja. Unabhängig von allem anderen. Wäre wahrscheinlich und Europa Universalis oder Victoria so. Ja, aber Europa Universalis hätte ich nie gedacht, dass es so viele Erweiterungen für das Spiel gibt. Also die haben ja wirklich alles. Du kannst so viele verschiedene... Erweiterung mittlerweile kaufen oder spielen, die das Spielsystem immer wieder anders gestalten, da man sagen muss, ich weiß nicht, ob sie da überhaupt planen, so bald eine neue Version herauszubringen. Ja gut, das stimmt natürlich, ja. Man muss auch sagen, Paradox ist auch nicht anders als die anderen, die ja hauptsächlich Geld dahinter sehen. Und da denke ich, ein Haufen DLCs zu verkaufen ist fast noch besser als ganze Spielinhalte.
Gut, ich denke, es werden wahrscheinlich ziemlich viele Erweiterungen für Hearts of Iron und Civ 6 rauskommen. Erstmal. Ist Ja, so das meine denke ich auch, ja. Erwartung. Für die beiden, ich denke, sie konnten, und Stellaris ist ja auch noch nicht so extrem lange Ja, draußen. gut, stimmt, das vergisst man immer wieder. Das ist ja auch von Paradox und Genau, einfach. eine etwas andere Spieleserie, die vielleicht, ich denke, große Chancen hat, aufzusteigen in eine längere Serie. Ich wollte mir das auch immer mal ansehen, aber ich komme irgendwie einfach nicht dazu. So viele Spiele, zu wenig Zeit. Nach dem Motto. Ja, ich denke, das haben viele Leute. Also ich hab's ja, Stellaris, und ich muss sagen, das Spiel ist cool, mal ein anderes Paradox-Spiel. Aber wie Civilization auch oder die meisten Paradox-Spiele ein bisschen das Problem haben, ist, wenn du mal einmal eine Runde gespielt hast, von Anfang bis zu Ende und wirklich viel Zeit damit verbracht hast, hast du, also so geht's mir, hast du kaum noch Motivation, ein zweites Mal das gleiche nochmal zu spielen. So bald. Also ich sage nicht nie mehr, aber. Ja, das ist eben. Das ist halt schon so. Also ich glaube, Europa Universalis ist das einzige Victoria-Spiel, Paradox-Spiel, das ich öfter, also das, in dem ich glaube ich zwei oder drei Kampagnen abgeschlossen habe. Also von Anfang bis Ende. Und Civ 5 auch, aber Hearts of Iron 3 habe ich glaube ich auch nur eine von Anfang bis Ende gespielt und dann 2, 3, 4, 5 angefangen. Victoria habe ich auch nur eine durchgespielt und den Rest eigentlich so angefangen mal irgendwie und bis zur Hälfte gespielt oder so. Ja, da kann ich dir eigentlich zustimmen. Eben, das sind so kurzlebige Spiele, die dann aber wiederum eigentlich vermitteln wollen, kauft ihr oder es gibt neue Inhalte gratis oder halt käuflich, die das Spiel wieder verändern. Und so probieren sie das eigentlich neu zu halten. Ja. Also ich muss sagen, Paradox-Spiele sind so nach dem Motto, ich spiele sie mal, nachher spiele ich sie lange nicht mehr und irgendwann habe ich wieder das Gefühl, jetzt will ich wieder mal ein Paradox-Spiel spielen. So oder so. Und dann spielt man sie wieder für irgendwie eine Kampagne, aber dann ist es auch wieder vorbei. Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Genau so sind sie eigentlich aufgebaut. Gut, ich muss ehrlich sagen, dass mein Projekt, das ich mal gemacht habe, dass ich in allen drei, also in Hearts, also ich habe halt in Europa Universalis habe ich mit Neapel eine Kampagne gespielt und dann in Victoria mit dem Nachfolgereich vom Königreich Neapel, also mit dem Königreich beider Sizilien, habe ich dann eine Okay. Kampagne gespielt und dann habe ich in Hearts of Iron mit Italien eine Kampagne gespielt und sozusagen immer so die Fortsetzung dazu gespielt und das war irgendwie noch ziemlich lustig zu sehen, was so alles möglich ist, sage ich jetzt mal mit dieser, also sozusagen mit dem gleichen Staat, mit dem gleichen Königreich in verschiedenen Zeitspannen zu starten. Da wäre es jetzt natürlich extrem cool gewesen, wenn man hätte die verschiedenen Epochen wie ineinander zusammenfügen hätte können. Also du meinst sozusagen, wieso den Spielstand importieren? Genau, aber ich denke, da müsste man sehr viel irgendwie mit einem Mode arbeiten, damit man halt das selber so in Ordnung bringen müsste, weil ich denke, das ist fast nicht möglich. Die Spiele unterscheiden sich auch spieltechnisch doch extrem. Oh ja, oh ja, oh ja. Das stimmt natürlich eindeutig, ja. Also man kann nicht sagen, du kannst nicht ein Victoria mit einem Europa Universalis vergleichen oder ein Hearts of Iron mit dem anderen. Weil es ist dort wirklich so, alles ist unterschiedlich teilweise. Ja, da muss ich auf jeden Fall zustimmen. Oder besser gesagt, kann ich nur zustimmen. Deswegen denke ich, du müsstest dann fast den Spielstand nehmen in dem neuen Spiel und dann da die Gegebenheiten anpassen. Das heißt, Länder verkleinern manuell und andere größer machen und deine Eroberungen größer machen oder kleiner. Ja, ich Das denke, wäre da hast mal ein du. Mammutprojekt, sage ich. Oh ja. Wäre sehr cool mit anzusehen, aber andererseits denke ich, bis man dann wieder das nächste Spiel vorbereitet hat,
um weiterspielen zu können, so gesagt. Hat man quasi wäre, keine Lust mehr. Genau, da hat man eine so große Arbeit vor sich, dass man da wirklich die Spielzeit fast nochmal erlebt mit Zeit, die man so verbringt. Ja, da muss ich zustimmen. Das, ja. Wäre mal cool, das soll Paradox mal machen. Wäre auf meiner Wunschliste sicher anzutreffen, die Idee. Oh ja. Boah, mein Volk ist mittlerweile extrem unzufrieden wieder. Ja, nicht sehr verwunderlich. Mir wurde gerade schon wieder der Krieg erklärt. Du musst ja extrem beliebt sein. Und wir sind bei 21 Minuten. Oh, okay. So viel über Paradox unterhalten, dass wir die Zeit vergessen haben. Gut, das passiert auch schnell einmal bei einem Paradox-Spiel. Das stimmt wohl. So, dann ich habe jetzt die Runde noch fertig gespielt und sage ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Civilization 5 mit mir, dem Mr. Beral, der Fanda Karotte. Ciao, Leute. Ciao.